Was liegt denn da auf dem Waldboden? Sieht aus wie eine Kugel aus Stacheln. Na, wisst ihr, wem diese Stacheln gehören? Genau, ihr wisst's bestimmt schon. Die Stacheln sind sehr spitz und haben zwei Farben. Ein bisschen braun und ein bisschen weiß. Jetzt bewegen sie sich, weil das Tier atmet. Langsam hebt er seinen Kopf und gleich könnt ihr das Gesicht vom Igel sehen, seine Nase und seine Augen. Im Gesicht hat der Igel keine Stacheln. Erst wenn er sich sicher ist, dann geht der Igel los. Er schnuppert zwischen den Blättern, ob sich da was Leckeres befindet. So ein Igel frisst Käfer und Regenwürmer und was er sonst noch findet. Seht ihr seine Zähne? Und hier könnt ihr sein Gesicht noch mal gut sehen. Erst die Nase, dann die Tasthaare, dahinter die Augen und die Ohren. Da ist noch jemand unterwegs. Moritz, der Dackel. Er hat den Igel entdeckt. Und was macht der jetzt? Sobald er Moritz bemerkt hat, zieht er seine Stacheln über sein Gesicht. Überall, auch auf dem Rücken, stellen sich die Stacheln auf. Und so ist der Igel vor allem geschützt, was da kommt. Der weiß ja nicht, ob Moritz lieb ist. Der Igel wartet einfach ab unter seinem Stachelkleid, bis die Luft wieder rein ist. Moritz muss jetzt zu seinem Frauchen. Der Spaziergang geht weiter. Und der Igel? Der schnuppert vorsichtig. Und langsam kommt er wieder raus aus seinem Stachelversteck. Der Igel schnuppert nochmal, ob der Hund auch wirklich weg ist. Und dann macht er sich wieder auf den Weg. Mehr vom Elefanten in der ARD-Mediathek.